Denn das hier ist ein Pipi-Behälter. Nein. Ich finde, ich sehe schön aus. Ah! Mann! Das la 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 la. Mi. Mi. Hallöchen. Popöchen. Und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Das war nicht im Takt. Cut. Wie ihr unschwer erkennen könnt, habe ich mal wieder einen Special Guest dabei. Und zwar, es ist kein geringer als der große Sini Popini. So wollte ich mich mal nennen. Ja, ich wollte unbedingt auch, dass er sich Sini Popini nennt. Stimmt mal in den Kommentaren ab, ob er sich Sini Popini nennen soll. Du hast ganz viele Beauty-Gadgets gekauft und ich muss jetzt erraten, wofür diese Gadgets sind. Genau, also ich war ein bisschen online shoppen auf Amazon, auf AliExpress, allgemein überall irgendwie im Internet und habe mir 6 verschiedene Beauty-Gadgets rausgesucht, wovon ich wirklich überzeugt bin, dass nicht nur der Sini nicht weiß, was es ist, sondern viele von euch da draußen auch nicht wissen, was es darstellen soll. Denn bei manchen Sachen habe ich mir gedacht, what the fuck, warum gibt es sowas? Aber ich möchte euch auf jeden Fall nicht zu viel vorwegnehmen. Der Sini muss einfach jetzt erraten, um welche Produkte es sich handelt und was man damit macht. Ich glaube, es wird ein sehr, sehr witziges Video. Und das Coole ist, es gibt sogar 2 Videos davon. Und zwar hat endlich Sini Popini seinen eigenen... Eigentlich hast du ja schon länger deinen YouTube-Kanal. Sini Popini hat zum ersten Mal ein großes YouTube-Video hochgeladen. Und da ist quasi Teil 2. Das heißt, wenn ihr mit diesem Video fertig seid, bis zum Ende gucken, nämlich da kommt das witzigste Beauty-Gadgets, dann swipet einfach rüber auf Sini und seinen Kanal. Das ist natürlich unten der erste Link in der Infobox. Und dann kommt ihr zu seinem Video. Und da machen wir das Gleiche, nur andersrum. Also da muss ich erraten, was er für Beauty-Gadgets rausgesucht hat. Ist es Beauty-Gadgets oder? Bei mir sind es eher so allgemeine Gadgets. Okay, allgemeine Gadgets. Und dann muss ich erraten, was es sein soll. Ich bin sehr gespannt, aber ich glaube, dieses Video wird jetzt erstmal der Vorreiter werden. Bevor das Video anfängt, möchte ich natürlich noch 3 Leute grüßen, die unter meinem letzten YouTube-Video kommentiert haben. Denn ich mache es ja ab jetzt immer so, dass ich 3 von euch da draußen grüßen werde in jedem YouTube-Video. Wenn du das nächste Mal gegrüßt werden musst, vergesst auf jeden Fall nicht, unten den Kanal zu abonnieren, einen Daumen nach oben zu geben und irgendeinen netten Kommentar zu schreiben. Und dann hast du die Chance, dass ich dich in dem nächsten Video einblende und grüße. Die erste Person, die ich grüßen möchte, ist Julia Nolle. Hier gehen auf jeden Fall richtig liebe Grüße raus. Danke, Julia, dass du meine Videos siehst und kommentierst. Das bedeutet mir sehr viel. Als nächstes grüßt Sini jemand. Und zwar die liebe Monika. Amy. Sie hat geschrieben, oh Gott, ich liebe sie und ihren Content. Das ist so süß. Viele, viele Grüße an dich, Amy. Vielen, vielen Dank, dass du ein Teil unserer Community bist. Und jetzt fangen wir an mit dem YouTube-Video. Mach die Augen zu. Guck nicht, okay? Ja, ja. Ich habe hier eine Kiste voller Beauty-Gadgets und ich hole jetzt einfach mal das erste raus und das ist das hier. Ihr könnt natürlich immer in den Kommentaren fleißig mitraten, was ihr denkt, was das sein soll. Der Sini kriegt das jetzt. Du darfst die Augen öffnen. Oh, wow, okay, okay. Ich bin sehr gespannt, ob du rausfindest, was das ist. Na, irgendwie obvious, dass es lila ist. Also, das ist das Teil. Also, es liegt auf jeden Fall mega gut in der Hand, deswegen würde ich behaupten, dass man es auf jeden Fall so in die Hand nimmt. Mhm, stimmt schon mal. Dann haben wir hier eine ganz raue Oberfläche. Das heißt, es... Also, man reibt wahrscheinlich irgendwas damit ein. Irgendwie so vielleicht das Make-up einreiben oder die Foundation einreiben oder so. Du hast immer nur 2 Versuche, um es richtig zu raten. Okay. Also du musst 2-mal sagen, was es ist. Wenn du quasi das nicht richtig errätst, dann hast du auch den Punkt nicht. So ein Beauty-Sponge. Falsch. Es ist kein Beauty-Sponge und es hat nichts mit Make-up zu tun. Jetzt hast du noch eine Chance, sonst geht der Punkt an mich. Ich weiß es. Du bist so blöd. Ja, das ist zur Haarentfernung. 100%. Mann, ist richtig. Wie bist du da jetzt drauf gekommen? Aua. Ja, ich habe gedacht reiben und dann habe ich meinen Arm angeschaut und da... Ich habe hier ganz viele Haare und dann habe ich einfach mal dran gerieben, was passiert. Das hier, um es nochmal zu erklären, ist ein Haarentfernungstool. Damit kann man seine Haare entfernen. Das war super günstig. Das hat, glaube ich, 3 Euro nur gekostet. Wir probieren das jetzt hier an dem Arm aus. Hier sind richtig viele Haare, wie ihr seht. Denn ihr müsst wissen, der Sini stammt von Affen ab. Und hier nimmt man das jetzt in die Hand, weil das war echt schon gut, dass du das so gesagt hast. Weil es liegt halt verdammt gut in der Hand, ne? Und dann reibt man das einfach nur da lang. Aua. Chill. Aua. Boah, das tut richtig weh. Ah. Was passiert denn gar nicht? Ah. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Also wie ihr seht, ist hier ein Loch drin. Das hat ja so gut funktioniert. Oh mein Gott. Okay, das muss ich euch näher zeigen. Seht ihr dieses Loch hier? Oh mein Gott, und deine Haut ist so weich jetzt dort. Ich muss ehrlicherweise sagen, dieser blöde Punkt geht an Sinan. Und wir machen weiter. Und...
Aber ich habe ja noch einige Beauty-Gadgets in petto. Mach wieder die Augen zu. Und bei dem nächsten bin ich mir 100% sicher, dass du das nicht erraten wirst. Und zwar habe ich hier sowas. Mach mal die Augen auf. Okay. Ich sag nichts dazu. Ich gebe dir keinen einzigen Tipp. Also es sieht aus wie ein Gürtel. Ah, das ist ein Gürtel für Rückenschmerzen wahrscheinlich, den du so... Nein, nur noch einen Versuch hast du. Also wir haben hier so zwei Schlaufen nochmal. Hier sind zwei Löcher, deswegen, vielleicht ist das so für die Augen. Warte mal. Nee, ich glaube kaum, dass jemand Augen hat, die so auseinander sind, oder? Also man muss es auf jeden Fall so drumherum wickeln. Hier ist ein Klettverschluss, das wird so zugemacht und danach macht man hier irgendwas in den Hals vielleicht. Mir fällt jetzt nichts anderes ein, Halsband, oder? Nein, falsch. Dieses Teil hier ist dafür da, um sich das Gesicht schlanker zu machen. Was? Ich demonstriere es euch einfach mal. Und zwar legt man das hier unten ans Kinn. In diese Löcher hier kommen die Ohren rein. Und dann klebt man das hier oben zu. Und dann wird das Doppelkinn anscheinend ein bisschen schmaler, wenn man das 10 Minuten pro Tag anhat. Dann kriegt man ein schlankes Bella Hadid-Gesicht. So ein Quatsch. Glaubst du nicht, dass es funktioniert? Nein. Ich finde dich nicht schön aus. Also was hat das gekostet? Auch so 3 Euro, 4 Euro vielleicht. Also es war alles fast unter 5 Euro, außer einem Produkt. Ich bin mir ehrlich gesagt auch ziemlich sicher, dass das Ganze Müll ist, wenn ich das mal so auf Deutsch sagen darf. Also sowas hilft euch sicher nicht, um ein schlankeres oder gestrecktes Gesicht zu bekommen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das ist halt Blödsinn. Aber du hast halt auch nicht erraten, deswegen... Aber wie soll man das denn auch erraten? Man hätte es schon erraten können, dass ihr das... Also bitte, also, schreibt mir mal in die Kommentare, ja. Bitte. Hätte man das erraten können, dass das fürs Gesicht ist? Ich meine, man kann ja schon sich denken, dass hier das Kinn reinkommt. Genau. Und hier die Ohren. Genau. Hier ist es sehr stickig drin und unsere Gehirnzellen platzen, wollte ich gerade sagen. Das nächste Produkt, das habe ich schon benutzt und ich hoffe, du hast es noch nie in meinem TikTok-Video gesehen. Das war vielleicht ein bisschen blöd von mir, aber ich konnte einfach nicht abwarten auf dieses Video. Und zwar, Augen auf, ist es diese kleine Kapsel. Ich habe mir damit gedreht. Gar nicht. Okay, also darf ich erstmal sagen, wofür es ist? Ja. Das ist, da macht man Wasser rein, dann drückt man auf den Knopf. Und dann macht man das so ins Gesicht. So, das ist so eine Abkühlung. Ja, okay, aber woher weißt du das jetzt? Schaust du meine Videos nicht? Hast du meine Bestellung aufgemacht? Ja, ich habe das letztens in meinem TikTok benutzt. Das hier. Ja. Sau erfrischend. Das ist richtig, richtig cool. Ich mag das richtig gerne. Appa, jip, jip. Okay, nächstes Produkt. Komm, ich mach die Augen zu. Okay. Augen zu. Das nächste Beauty Gadget ist das hier. Ich denke, viele von euch werden das wahrscheinlich kennen. Mach die Augen auf. Darauf kommst du never. Niemals kommst du darauf. Ich darf es aus der Verpackung nehmen? Ja, aber aufpassen bitte. Oh mein Gott, das fühlt sich richtig satisfying an. Mhm. Was machst du da? Ich probiere mich aus. Boah, schwierig. Oh mein Gott, ich weiß es. Was machst du da? Es ist für die Brüste. Es klebt an meiner Brust. Ich glaube, es ist dafür da, dass man den Nippel nicht sieht vom T-Shirt aus direkt. Auf was schaust du dir für TikToks an, dass du das weißt? Ich habe das nicht gesehen im Internet. Das kann auch ein Warzenstempel sein oder ein Pickelstempel oder so. Ja, freut mich für dich. Jetzt steht es 2-1. Hast du die Augen zu? Mhm. Das nächste Produkt ist das hier. Also es sieht schon richtig cool aus. Du kannst die Augen aufmachen. Okay. Ein Knopf, da drücke ich direkt mal drauf. Es fängt an, Geräusche zu machen und zu vibrieren. Ja, es ist auch schon ein bisschen benutzt, weil ich habe es schon benutzt. Ja, da ist ein Haar dran, das ist ein Zeichen. Also das sieht aus, als würde man damit irgendwas saugen wollen. Wow. Boah, ich sag, es ist dafür da, um an einen Pickel zu halten und den Pickel, das Alter, rauszusaugen. Nein. Wofür dann? Ja, ich sag dir nicht, wofür es ist. Du hast zwei, es ist nicht dafür eigentlich. Also man könnte es theoretisch damit aufmachen, aber es ist eigentlich für was anderes. Pickel oder Poren? Mit Esser. Ja. Echt? Du nervst. Schatz, das hat hier einen Saugnapf. Es saugt. Es könnte auch für die Ohren sein. Ich saug doch nicht mein Trommelfeld aus. Doch, Mann. Okay, dann probieren wir es wenigstens jetzt aus. Und zwar ist es tatsächlich ein Porenreiniger. Ich finde es jetzt nicht so cool. Ehrlich gesagt, ich benutze das eigentlich nicht. Ich habe es einmal ausgetestet, aber eigentlich ist es eher schädlich für die Poren, habe ich gehört. Und dann kann man nämlich so... Aua! 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 Das letzte Produkt, es wird legendär. Lass die Augen noch zu. Es ist das hier. Und vielleicht kennen manche von euch das da draußen. Ich werde nichts weiter dazu sagen. Aber so schaut es aus. Und jetzt macht die Augen auf. Wow. Okay. Okay, interessant. Ist einfach so ein Rohr, wie so ein Trichter. Hier ist eine kleine Öffnung, hier ist eine große Öffnung. Reinpusten. Für die Zuschauer.
Zuschauer da draußen, ich habe gerade Tränen in den Augen. Ich habe das schon benutzt. Das Ding ist, hier ist halt so eine Form. Ich glaube, da muss man halt das Gesicht oder den Mund dann vielleicht reinmachen. So. Hier so. Boah, da bin ich echt überfragt. Was? Ich weiß es ehrlich nicht. Ich müsste jetzt raten. Rate. Ich sag, dass es so ein Trichter ist für Make-up, dass man vielleicht den Lippenstift hier reinmacht und... Hey, macht dir gar keinen Sinn, was du sagst. Ich weiß. Also ich habe keine Ahnung. Gib nicht auf, du schaffst das. Ja, was soll ich denn machen? Steckst du dich nochmal in den Mund, vielleicht verrätst du es dann? Also was sagst du? Was sagst du, ist das? Ich habe keine Ahnung. Sieht ein bisschen aus wie so ein Elefant, gell? Irgendwas, wo man den Mund dran hält, auf jeden Fall. Wer es von euch da draußen nicht weiß und du wirst es den Schock deines Lebens bekommen, denn das hier ist ein Pipi-Behälter, damit Frauen draußen sich das an ihre Scheide machen können und reinpinkeln und so im Stehen pinkeln können, damit sie nicht zum Beispiel an eine Tankstelle oder so auf Klo müssen. Und ich habe da durchgepinkelt und du hast dir das gerade in den Mund gesteckt. Oh mein Gott, das ist so nasty für mich gerade. Das ist so nasty für mich. Das war doch mal ein gelungenes Video. Irgendwie ist meine Laune jetzt wieder viel besser, obwohl ich verloren habe. Aber ich bin mir sicher, jetzt bin ich in Topform. Das heißt, das zweite Video werde ich jetzt safe richtig abstauben. Und das findet ihr natürlich beim Sinan, der erste Link unten in der Infobox. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Ganzen einen Daumen nach oben. Lasst unbedingt unten einen Kommentar da, falls ihr in meinem nächsten YouTube-Video gegrüßt werden wollt. Und vergisst natürlich nicht, diesen YouTube-Kanal hier kostenlos zu abonnieren. Ich würde mich extrem freuen, wenn ihr bei dem nächsten YouTube-Video wieder mit am Start seid. Und vergesst nicht, fühlt euch alle gedrückt. Und geküsst. Seid bitte lieb zu euren Mitmenschen, das ist unfassbar wichtig. Und bis dann. Ciao. Tschüss. Ich habe so einen komischen Geschmack im Mund. Boah. Der sollte dir eigentlich bekannt vorkommen.